So, herzlich willkommen zu diesem Webinar Arbeiten und Programmieren mit dem CAD-Import auf der TNC 640. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Michael Windl. Ich bin Kursleiter bei der Firma Heidenheim und werde Sie durch dieses Webinar führen. Wir machen zuerst eine kurze Präsentation und werden anschließend uns den CAD-Import in Verbindung mit der NC-Programmierung auf dem Programmierplatz direkt anschauen. So, zur Übersicht kurz. Als erstes schauen wir uns den CAD-Import an, anschließend wie wir die importierten Daten dann in ein NC-Programm umsetzen können. Und zum Schluss habe ich noch ein bisschen Tipps und Tricks zusammengefasst, um eben die Arbeit mit dem CAD-Import zu erleichtern. So, CAD-Import, was heißt es? Wir haben ein 3D-Modell. Dieses 3D-Modell öffnen wir auf unserer Steuerung und können daraus dann Konturen und Bearbeitungspositionen abgreifen, diese dann in unserem NC-Programm umsetzen und anschließend das fertige Bauteil dann fräsen lassen. So, der CAD-Import ist eine Softwareoption und zwar ist es die Optionsnummer 42, also der frühere DXF-Konverter. Also Kunden, die bisher schon mit der Option 42, also dem DXF-Konverter, gearbeitet haben, können nun lediglich durch ein Software-Update auch die neuen Funktionen des CAD-Imports nutzen und benötigen dazu keine neue Option. Den CAD-Import können wir sowohl auf der 320, 620 und 640 mit der aktuellsten Softwareversion verwenden. Wir können mit dem CAD-Import Step- oder IGES-Dateien direkt auf der Steuerung öffnen, aus diesen Dateien dann die Konturen bzw. Bearbeitungspositionen in der ungeschwenkten, aber auch in der geschwenkten Bearbeitungsebene in unser Programm übernehmen und dann für unsere Programmierung weiter nutzen. Als erstes kann ich mir, wenn ich die Step-Datei geöffnet habe, meinen Bezugspunkt festlegen. Den Bezugspunkt legt ja der Konstrukteur im CAD-System fest. Wenn der jetzt nicht zu meiner Bearbeitung passt, kann ich mir den nochmal separat in meinem Bauteil über drei Punkte festlegen. Und so kann ich mir das Bauteil so hinlegen, wie ich es später auch bearbeiten möchte. Das ist eben auch wichtig wegen den weiteren Schwenkfunktionen. Wenn ich den Bezugspunkt gesetzt habe, kann ich als nächstes die Bearbeitungsebene schwenken und meinen Nullpunkt auswählen. Auch das mache ich wieder mit drei Punkten. Das heißt, ich aktiviere das Menü Nullpunkt. Und anschließend kann ich über drei Punkte als erstes den Ursprung festlegen, dann die positive X-Achse und als letztes die positive Y-Achse. Und aus dem resultiert dann mein Nullpunkt und die Raumwinkel fürs Bearbeitungsebene schwenken. Sieht so aus. Als erstes klicke ich unten den Ursprung an von der vorderen Fläche hier. Dann richte ich die X-Achse aus und dann die Y-Achse. Ich erkenne es dann am Symbol oben, wenn die Fläche gelb ist, dann ist die Bearbeitungsebene Schwenken aktiviert. Ich kann es dann entweder über das Diskettensymbol speichern lassen oder über die zwei Blätter kann ich mir es in die Zwischenablage kopieren und anschließend in mein NC-Programm einfügen. Was macht die Steuerung mit diesen Daten? Mit diesen Daten, also mit der Nullpunktverschiebung, wird im NC-Programm ein Transdatum Axis befüllt. Das ist nichts anderes wie eine Nullpunktverschiebung, wie ein Zyklus 7. Und hier werden die Achswerte X, Y und Z von meinem Ursprungspunkt eingetragen. Und anschließend kommen dann die Raumwinkel. Das kann jetzt je nach Software stand. In der ersten Ausgabe war es noch Vektorenprogramm. Mit dem Service Pack 1 wurde dann
ein Raumwinkel, also ein Planck Spatial generiert, der wird so ins Programm eingetragen. Das heißt, die Werte, was wir oben im Menü sehen vom CAD-Konverter, werden hier einfach ins MC-Programm importiert. Auswahl der Konturen erfolgt dann ganz einfach mit zwei Mausklicks. Als erstes wähle ich das erste Element der Kontur an. Wichtig ist hier die Umlaufrichtung zu beachten. Das sehen wir dann später noch beim Programmieren. Die Steuerung erkennt die fortlaufende Kontur und ich kann sie mit dem zweiten Mausklick einfach schließen. Also mit dem ersten Mausklick wähle ich die Kontur an und mit dem zweiten Mausklick kann ich die Kontur, wenn es eine geschlossene Kontur ist, komplett übernehmen. Auch hier habe ich dann wieder die Möglichkeit, das Ganze entweder in ein Klartextprogramm abzuspeichern oder in die Zwischenablage zu kopieren und dann in mein eigentliches NC-Programm einzufügen. Bei den Bearbeitungspositionen wähle ich über den Menüpunkt Bearbeitungspositionen aus und kann dann meine Bearbeitungspositionen anwählen, kann diese auch wieder sichern in eine Punktetabelle oder in den Zwischenspeicher kopieren und in mein NC-Programm wieder einfügen. Die Programmierung, das heißt, wie kann ich diese Daten, die Informationen aus dem CAD-Import weiterverwenden in meinem NC-Programm? Da müssen wir jetzt natürlich daran denken, wir greifen ja Konturen ab, zum Beispiel die Kontur einer Tasche. Diese Kontur einer Tasche oder auch von einer offenen Kontur, die kann ich dann mit meinen SL-Zyklen weiterverarbeiten. Für eine offene Kontur oder zum Beispiel eine Außenkontur bietet sich der Zyklus 25 an. Hier muss ich mit der Funktion Select Kontur bzw. Zyklus 14 die Konturbeschreibung der Steuerung mitteilen. Und anschließend kann ich mit dem Zyklus 25 die weiteren Bearbeitungsdaten definieren, sei es Tiefe, Zustelltiefe, Vorschub. Über den Zyklus 270 kann ich noch die Anfahrart und die Radiuskorrektur festlegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kontur habe und ich speichere mir die als Unterprogramm ab und binde sie dann mit Select Kontur ins Programm ein, dann kann ich über meine Radiuskorrektur angeben, ob ich links oder rechts von der Kontur fräsen will. Dazu sollte man natürlich wissen, in welcher Drehrichtung, also im Uhrzeigersinn oder gegen Uhrzeigersinn, wie man die Kontur angeklickt hat. Geschlossene Konturen bzw. Taschen kann ich auch mit dem SL-Zyklus bearbeiten. Hier habe ich eben die Möglichkeit, über Vorbohren, Ausräumen, die ganze Sache auszuräumen, schlichten Tiefe, schlichten Seite kann man dann auch noch mit dazu nehmen. Wie binde ich das Ganze ins Programm ein? Die Kontur jetzt, die ich abgelegt habe, entweder über Kontur-Def, das heißt die einfache Konturformel, wenn es ein separates Programm ist, oder über Zyklus 14, wenn die Kontur als Unterprogramm zur Verfügung steht, oder über die komplexe Konturformel. Die hat eben den Vorteil, dass ich hier bis zu 128 Konturen miteinander verbinden kann. Das heißt, wenn ich mehrere Konturen habe, die ineinander greifen, kann ich eben das auch mit der komplexen Konturformel machen. Bearbeitungspositionen, die werden in der Regel als externes Programm, also als Punktetabelle gespeichert. Den Pfad zur Punktetabelle mache ich mit Cell Pattern, also Punktetabelle auswählen, und der Aufruf passiert über Cycle Call Pat. Da wird dann der zuletzt definierte Bearbeitungszyklus an jeder definierten Stelle vom Punktemuster abgearbeitet. Die Nullpunktverschiebung und die Bearbeitungsebene, da brauche ich nicht viel anpassen, die kann ich mir einfach ins NC-Programm einfügen. Was wir hier noch beachten müssen, die Steuerung fügt automatisch die Plane-Funktion mit Turn, also Drehen um den Mittelpunkt der Rundachse, mechanischen Drehpunkt der Rundachse, und Move Back Max ein. Dieses MB Max funktioniert jetzt nicht bei jedem Maschinentyp. Es kommt auch darauf an, wie lang das Werkzeug ist und wie hoch die Aufspannung ist. Ich bevorzuge hier lieber die Eingabe von einer sicheren Position mit M91.
Das heißt, ich habe dann ein Unterprogramm, das Label 100, mit dem ich dann meine sichere Position anfahre. Das ändern wir dann einfach im Programm. So, das Ganze schauen wir uns jetzt direkt mal auf der Steuerung an. Das heißt, ich habe hier ein NC-Programm vorbereitet. In diesem NC-Programm gibt es erstmal das Call Label 101. Das ist Reset Term. Wir schauen uns kurz mal an, was in diesem Call Label 101 gemacht wird. Als erstes wird das Label 100 aufgerufen. In diesem Label 100 steht einfach die sichere Position. Das sehen wir hier oben. Die sichere Position ist bei mir ein Programm, das Call PGM TNC Safe. Da steht meine sichere Position mit M91-Befehlen drinnen. So, dann wird die Nullpunktverschiebung zurückgesetzt, es wird zurückgeschwenkt und anschließend noch die weiteren Koordinaten, Umrechnungen, falls verwendet, zurückgesetzt. Das habe ich einmal als Turn und einmal als Stay Unterprogramm. Also einmal, dass die Rundachsen zurückgedreht werden, das wäre das Label 101, und einmal, dass die Rundachsen stehen bleiben, das wäre das Label 102. Und eben die Funktion hier, Call PGM TNC Safe, das ist dann lediglich die sichere Position. Hier jetzt zum Beispiel für Programmierplatz Linear Z plus 300 mit M91, also bezogen im Maschinenreferenzsystem, und X plus 300, Y minus 300, auch bezogen aufs Maschinenreferenzsystem, eine sichere Position. Also das ist eigentlich die sichere Position, so fahre ich die immer an. Man muss natürlich aufpassen, diese sichere Position ist maschinenabhängig und muss bei jeder Maschine separat angepasst und überprüft werden. Wir kommen zurück zum eigentlichen Programm. Ich habe hier schon mal eine grundsätzliche Bearbeitung vorbereitet. Das heißt, wir schauen uns jetzt mal eine Außenbearbeitung an, eine Zwei-Taschen-Bearbeitung, einmal auf der Vorderseite, einmal auf der Rückseite, und Bearbeitungspositionen schauen wir uns auch noch an. So. Das Beispiel, was wir machen möchten, habe ich hier auf die Steuerung geladen. Das ist eine Step-Datei und die öffnen wir uns jetzt einfach mal. So, die Steuerung öffnet die Datei mit dem CAD-Viewer. Wenn ich die Option 42 nicht habe, kann ich die Datei auch öffnen, allerdings dann nur als Viewer. Das heißt, ich habe dann diese Symbole hier oben, Bezugspunkt, Nullpunkt, Kontur und Positionen, kann ich dann nicht auswählen. Aber ich kann mir trotzdem mein Bauteil als Viewer mal anschauen. So, wie sieht das Bauteil aus? Ich lasse mir mal in der isometrischen Ansicht darstellen. Das ist unser Lenkerhalter, den wir jetzt als Beispiel für verschiedene Bearbeitungen verwenden möchten. Als erstes mal interessant, der Nullpunkt sieht man, liegt hier in der Mitte von der Bohrung, in der Mitte vom Teil. Den hätte ich gerne, dass der hier oben auf der oberen Fläche liegt. Also aktiviere ich das Menü Bezugspunkt und kann jetzt als erstes mal den Bezug festlegen. Also hier, Mitte von dieser Bohrung. Und jetzt über einen Mausklick kann ich die positive X-Achse festlegen und über den zweiten Mausklick die Y-Achse. Die muss jetzt nicht senkrecht zur X-Achse sein, sondern lediglich auf der gleichen Ebene, damit wir hier unser Koordinatensystem ausrichten können. So kann ich natürlich auch das Koordinatensystem drehen lassen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte hier meinen Ursprung haben, X soll in diese Richtung schauen, dann kann ich mir dieses Koordinatensystem auch drehen lassen. Oder wenn ich weiß, das Bauteil liegt in der Maschine, dann kann ich auch hergehen und sagen, okay, ich möchte einmal hier, dann soll die X-Achse hier sein
und die y-Achse hier. Das wäre dann mein ausgerichtetes Koordinatensystem. Das heißt, ich habe einmal den Bezugspunkt oder das Koordinatensystem, was mein CAD-Konstrukteur festgelegt hat. Allerdings ist es eigentlich meistens so, dieses Koordinatensystem interessiert den Konstrukteur eigentlich gar nicht so, den interessiert sein Bauteil und ich muss halt dann schauen, dass ich mir das Ganze passend für meine Bearbeitung hinlege. Das heißt, dann brauchen wir hier unseren Bezugspunkt hier oben. So, als nächstes für die nächste Bearbeitung möchten wir jetzt die Außenkontur bearbeiten. Das heißt, diese Kontur hier außenrum möchte ich mal bearbeiten. Dazu brauche ich jetzt noch keine Schwenkfunktion, das heißt, ich muss keinen Nullpunkt wählen. Nullpunkt ist gleichzeitig Bezugspunkt. Ich kann direkt starten mit der Kontur. So, wenn ich die Kontur ausgewählt habe, kann ich mir jetzt über dieses Koordinatensystem zwischen 2D und 3D Koordinaten umschalten. 2D heißt, dass er lediglich x und y ausgibt. 3D heißt, dass er x, y und z ausgibt. Ich aktiviere hier mir mal 2D und beginne jetzt mit dem ersten Mausklick hier die Kontur auszuwählen. Und jetzt sieht man schon, je nachdem, an welcher Position ich meine Kontur oder mein Element mit der Maus anfahre, im oberen Segment sagt er, okay, jetzt geht es gegen den Uhrzeigersinn und in der unteren Hälfte geht es im Uhrzeigersinn. Im Uhrzeigersinn schaut gut aus. Ich starte jetzt mal mit dieser Auswahl. Und jetzt rechnet die Steuerung voraus und schaut mal, wo läuft denn die Kontur hin. Das sieht man jetzt hier schön an der grünen Konturlinie. Bis hierher kann ich meine Kontur schon mal übernehmen. Jetzt habe ich hier einen größeren Sprung. Das ist der Sprung, wo ich später durch mein Sägeblatt erzeugen möchte. Allerdings brauche ich ja für meine Konturerstellung erstmal noch die komplette Außenkontur. Wenn ich jetzt allerdings hier rüberkommen möchte, dann findet er hier keinen Punkt. Das kann ich jetzt oben über die Maus umschalten auf Plus. Dann zeigt er mir nämlich zusätzliche Schnittpunkte an. Also den Anfangs- und Mittelpunkt und Endpunkt eines jeden Elements bekomme ich dann angezeigt. Das heißt, ich könnte jetzt hier runterfahren, hier in die Mitte reinfahren oder bis zu diesem Punkt hier fahren. So, das heißt, wir haben jetzt hier eine Linie eingefügt, die es eigentlich gar nicht beim System oder in der Zeichnung im 3D-Modell gibt. Und jetzt können wir hier weitermachen. Hier wollen wir jetzt bis zum Ende dieses Radius fahren. Also bis hierher. Anschließend wollen wir bis hier runterfahren. Das Ganze mache ich jetzt mit aktivem Plus. Und weiter bis hierher fahren. So, jetzt bietet er mir wieder eine Vorauswahl an, die schaut wieder gut aus. Das heißt, ich aktiviere oben wieder den Mauszeiger und gehe bis hierher. Und jetzt muss ich meine Kontur noch schließen. Das heißt, da brauche ich wieder das Plus oben und kann hier die Kontur schließen. Also schon bei der Außenkontur sieht man, dass man eben auch öfters mal den Fall haben kann, dass die automatische Konturerkennung, also eine Kontur wird mit zwei Mausklicks übernommen, oft nicht so einfach funktioniert. Aber dann haben wir oben die Unterstützung von der Steuerung, wo wir einfach über Plus das Ganze noch ergänzen können. So, diese Kontur speichere ich mir jetzt ab über die Diskette. Dann öffnet sich hier das Fenster und ich vergebe den Namen Kont für Kontur 1. Das Punkt H macht er selber mit dazu und speichert das Ganze ab. So, die Steuerung öffnet den CAD-Import automatisch auf dem dritten Desktop. Das heißt, ich kann den CAD-Import offen lassen. Und über die zwei Pfeile im Kreistaste, also unsere
Bildschirmumschalttaste, die ich auch zwischen Wechsel von den Maschinenbetriebsarten verwenden kann, kann ich hier verwenden, um wieder in mein Programmieren zu kommen. Und hier sehe ich jetzt schon meine Kontur 1.h. Die ist jetzt hier schon komplett abgelegt und ich kann mir hier meine Kontur anzeigen lassen. Okay. Die kann ich jetzt in mein NC-Programm mit einfließen lassen. Das heißt, ich öffne das Programm PGM, schalte um auf Programm und Gliederung, damit ich meine Gliederungspunkte sehe. So, und hier habe ich jetzt meine erste Bearbeitung, das heißt, den Fräser, einen Torus-Fräser mit 35 mm Durchmesser. Und hier füge ich mir jetzt meine Kontur mit ein. Also ich drücke die Special Functions-Taste, die speziellen Programmsfunktionen, die ist auf der Tastatur rechts neben der Tool-Call-Taste. Drücke jetzt Kontur und Punktbearbeitung, den Softkey und anschließend kann ich über Select Kontur meine Datei über Datei wählen, in mein NC-Programm einfügen. Das heißt, für die Steuerung heißt es jetzt, sie soll die Kontur verwenden, die ich mit Select Kontur eingefügt habe. So, was habe ich danach programmiert? Ich habe einen Zyklus 270 programmiert. Das ist für meine Anfahrart, also das sind die Konturzugdaten. Hier steht drinnen, dass ich in einem Kreis an die Kontur anfahren möchte. Und Radiuskorrektur links von der Kontur. Das heißt, ich habe es im Uhrzeigersinn angeklickt, RL, das heißt, es wird eine Außenbearbeitung. Der Konturzug an sich, Frästiefe, Aufmaßseite, die Zustelltiefe, kann man alles durchdefinieren. Und mit M99 rufe ich den Zyklus auf. Das heißt, wenn wir uns das Ganze in der Simulation kurz anschauen, hat er mir hier jetzt meine Außenbearbeitung gemacht. Ich kann mir auch die Fräsbahnen mit anzeigen lassen. Sehe hier schön, wie er im Viertelkreis an meine Kontur anfährt und in den verschiedenen Schritten nach unten die Kontur fräst. Das können wir so natürlich auch mit dem DXF-Konverter machen, wenn wir die DXF-Datei von unserem Bauteil so haben. Als nächstes möchte ich jetzt mit meinem CAD-Import vom Bauteil diese vordere Tasche hier bearbeiten. Diese möchte ich jetzt bearbeiten. Dazu muss ich als erstes mal die Informationen der geschwenkten Bearbeitungsebene wissen. Dazu heben wir die Kontur auf und aktivieren oben das Menü Nullpunkt. So, über dieses Menü kann ich mir jetzt auch wieder über drei Mausklicks meine Bearbeitung festlegen. Wichtig ist, dass wir hier oben die Maus aktivieren. Und jetzt können wir über die drei Mausklicks wieder unsere Kontur festlegen. Als erstes den Ursprung fürs Koordinatensystem. Der ist wichtig für unsere Nullpunktverschiebung. Als nächstes die positive X-Achse wird festgelegt über einen weiteren Punkt. Und als nächstes lege ich die positive Y-Achse fest. Hier ist es nicht wichtig, dass die Y-Achse senkrecht zur meiner X-Achse steht, sondern ich kann es jetzt auch mal auf diesen Punkt hier machen. Da sieht man, die Y-Achse bleibt senkrecht zur X-Achse, also X legt die X-Plus-Achse legt die Ausrichtung fest, die Y-Achse legt
lediglich noch die Ausrichtung fest. So, das heißt, wir haben jetzt hier diese Werte. Ich sehe jetzt hier drüben bei x, y und z die Vektoranteile. Wie gesagt, mit dem Service Pack 1 wurde das Ganze dann auf Plane Spatial umgestellt. Es ist allerdings für die Steuerung unwichtig, ob es ein Plane Vektor oder ein Plane Spatial ist. Es sind immer Raumwinkel, die verrechnet werden müssen. Das heißt, ich kopiere mir das Ganze jetzt in die Zwischenablage, wechsle wieder rüber mit den zwei Pfeilen im Kreis auf mein NC-Programm und kann hier jetzt über Block einfügen, mir diese Informationen einfügen lassen. Was fügt er ein? Einen Plane Reset Stay, einfach um sicherzugehen, dass keine Schwenkung aktiv ist. Anschließend die Nullpunktverschiebung und der Plane Vektor. Ich möchte noch mein Call Label 100, das ist die sichere Position, mit einbringen und möchte nicht mit dem Moveback Maximum hier arbeiten. So, das heißt, wir sind jetzt eingeschwenkt und jetzt kann ich mir bezogen auf diese geschwenkte Bearbeitungsebene die Kontur wieder abklicken. Ich aktiviere die Kontur. Die Steuerung dreht mir jetzt automatisch meine geschwenkte Bearbeitungsebene senkrecht her und ich kann jetzt in dieser Ansicht auswählen. Das heißt auch hier eine geschlossene Kontur, zwei Mausklicks, der erste Mausklick, das erste Element, die Steuerung erkennt die fortlaufende Kontur und über den zweiten Mausklick übernehme ich die komplette Kontur. Ich speichere das Ganze wieder als eine eigene Datei. Cont 2. Da kann man jetzt natürlich auch noch andere Varianten eingeben. Und kann dann über die zwei Pfeile im Kreis wieder in mein NC-Programm rübergehen und muss jetzt dieses Cont 2 in mein Programm mit einfügen. Wieder die Special Functions Taste, spezielle Programmfunktionen, Kontur und Punktbearbeitung. Jetzt wähle ich Kontur Dev, die einfache Konturform. So, die erste Kontur ist immer eine Tasche. Das ist bei mir ganz einfach. Ich habe nur eine Kontur und das soll eine Tasche werden. Also sage ich Enter und kann dann wiederum über Datei wählen. Meine Kontur auswählen. Cont 2. Okay. Ich könnte jetzt hier bis zu 9 Konturen eingeben und kann dann sogar ab der ersten Kontur entscheiden, ob es eine Insel oder eine Tasche sein soll. So. Dann habe ich einen Zyklus 20, die Konturdaten mit den Informationen, wie tief ist die Tasche. Und lass es dann ausräumen. Lassen wir das Ganze mal bis hierher simulieren. Dann sieht man schon mal, was er macht. Einmal die Außenkontur. Können wir mal die Werkzeugwege zurücksetzen. Und jetzt kommt die Innenkontur. Da sehen wir jetzt, dass er etwas zu knapp von meiner sicheren Position aus ranfährt. Das können wir einfach ändern, indem wir unsere sichere Position hier anpassen, damit er hier nicht kollidiert. Genau. So sehen wir jetzt hier die Tasche, wie sie rausgefräst wird. Die Konturübernahme und die Übernahme von der geschwenkten Bearbeitungsebene ist ganz einfach über den CAD-Import. So, jetzt wollen wir das Ganze auf der anderen Seite auch noch machen.
Dazu hebe ich hier die Kontur mit X, kann ich den gesamten Inhalt wieder löschen. Gehe auf die geschwenkte Bearbeitungsebene, also auf Nullpunkt, und sage auch hier X, alles löschen. Und jetzt kann ich wieder über drei Punkte die andere Seite festlegen. Erster Punkt, zweiter Punkt und der dritte Punkt. Kopiere mir das Ganze wieder in die Zwischenablage. Über die zwei Pfeile im Kreis gehe ich wieder rüber in mein Programm und kann mir jetzt hier über Block einfügen, die Informationen wieder einfügen. Call Label 100, fahren auf sichere Position und dann kann ich hier noch passend die Kontur abgreifen. Ich aktiviere wieder Kontur und kann wieder über zwei Mausklicks meine Kontur festlegen. Also es ist jetzt hier egal, ob ich das Ganze im Gleichlauf oder Gegenlauf mache. Der SL-Zyklus, also im SL-Zyklus kann ich dann festlegen, ob ich mit Gleichlauf oder Gegenlauf ausräumen möchte. Speichere mir das Ganze, kommt 3 und kann es dann wieder über meine Special Functions-Taste Kontur und Punktbearbeitung, Kontur Dev. Erste Kontur ist eine Tasche mit Enter und Datei wählen, Kontur 3. Und schon ist die zweite Seite auch mit drin. Erste Seite. Jo, da müssen wir auch noch die sichere Position anpassen. Da kommt es halt jetzt auch immer beim Programmierplatz darauf an, auf welcher Seite ich die sichere Position festgelegt habe, wie die Verfahrbereiche sind von der Maschine. Genau. So werden hier diese Konturelemente gefräst. Ganze noch transparent anschauen. Also eine einfache Möglichkeit, um solche geschwenkten Bearbeitungsebenen über den CAD-Import zu programmieren. Wir brauchen dazu keine detailreiche Zeichnung, sondern das 3D-Modell mit den Informationen reicht hier vollkommen aus. Das erleichtert uns natürlich die Programmierung, weil wir das Ganze anhand unseres 3D-Bauteils direkt an der Steuerung programmieren können. So, als nächstes wollen wir jetzt noch die Bearbeitungen, also die Positionen für unsere Bohrbearbeitung hier übernehmen. Dazu löschen wir wieder die Kontur, löschen eben die geschwenkte Bearbeitungsebene und legen jetzt die neue geschwenkte Bearbeitungsebene fest, Mitte, die positive X-Achse und die positive Y-Achse. Das kann mal passieren, dass wir nicht die richtige erwischen. Genau. Jetzt haben wir sie erwischt. Genau, richtige Ausrichtung ist da. Und dann übernehmen wir jetzt hier die Positionen und können uns einfach unsere zwei Positionen anklicken. Wichtig ist jetzt hier zu wissen, auf welcher Ebene ich die Positionen anklicke, weil die Steuerung nimmt nämlich auch die Z-Koordinate mit. Das heißt, wenn ich hier unten anklicken würde, dann würde hier auch meine Bearbeitung beginnen. Das wäre dann bei Z-2,75, wo die Bearbeitung hier beginnen würde.
um das eben zu verhindern. Oder in Z, muss man kurz hier mit aktivieren, wäre das in Z minus 5 mm, wo er hier die Bearbeitung beginnen will. Wir wollen lediglich unsere Position hier. Also klicke ich mir die an und das gleiche machen wir hier unten auch noch. Speichern wir das Ganze als Datei ab. Enter. Und kann diese jetzt wieder in mein Programm übernehmen. Über die Funktion Cell Pattern. Datei wählen. Aktiviere mir, such kurz meinen Ordner, wo wir es haben. Genau. Okay. Natürlich brauche ich auch noch meine Schwenkfunktion dabei. Dazu aktiviere ich hier nochmal den Nullpunkt, sage, kopiere mir das Ganze in die Zwischenablage, gehe wieder rüber in mein NC-Programm und sage hier Block einfügen. Mache die üblichen Anpassungen, Call Label 100, sichere Position und kann jetzt hier meine Bearbeitung ausführen lassen. Die Außenbearbeitung, die Taschen und meine Bearbeitungspositionen. Die könnte ich jetzt natürlich noch mit meinem weiteren mit einem Bohrer verbinden. Das heißt, ich hole mir meinen Bohrer. Schauen wir mal. Drill Durchmesser 4,2. Wenn ich nicht weiß, was ich hier für einen Durchmesser habe, kann ich mir hier auch wieder den CAD-Import zur Hilfe nehmen und schaue mir einfach mal an. Ich gehe mit der Maus auf den Kreis und bekomme jetzt links unten die Informationen über Mittelpunkt, X und Y und Radius. Radius 2,1 ist Durchmesser 4,2. So, dann kann man hier die übliche Funktion verwenden, Block kopieren, markieren, kopieren, einfügen. Dann können wir uns das Ganze hier mit einfügen und dann braucht man nur noch das rausschmeißen, was wir nicht mehr brauchen. So, nach dem Werkzeugwechsel auf Nullpunktverschiebung, sichere Position fahren, einschwenken. Das Cell Pattern haben wir schon gehabt, das brauchen wir nicht mehr. Und jetzt über mein Bohr fräsen. Cycle Dev, go to 200. Bohren, die Tiefe, Vorschubtiefenzustellung. Koordinatenoberfläche plus 7. Warum plus 7? Damit wir hier diesen Punkt hier oben, wenn wir hier die Z-Achse mit aktivieren, das sind, also wo die, der höchste Punkt hier sind 6,7, damit er eben nicht Material schon zum Arbeiten anfängt. Wo es bei uns jetzt hier ja schon vorgefräst ist, dann können wir uns dieses plus 7 hier sparen. Das war fürs Bohrfräsen wichtig. Für unsere Bearbeitung sind wir ja da schon sauber freigefräst und dann passt das. So, vorpositionieren und Cycle Call Pet wieder die Bearbeitungen aufrufen. Einmal. Und dann werden hier noch die Löcher gebohrt. Genau, und so können wir jetzt hier unser Bauteil Schritt für Schritt programmieren. Eben geschwenkte Bearbeitungsebene, anschließend die Kontur abnehmen und das dann Schritt für Schritt in unser Bauteil mit einpflegen. Man sieht schon, das ist relativ einfach zum Programmieren und erleichtert die Programmierung enorm hier.
So. Noch ein paar Tipps und Tricks im Zusammenhang mit dem CAD-Import. Man hat es ja schon gesehen, während der Programmierung, man kann schnell wechseln zwischen Programmieren und CAD-Import. Einfach über die Taste mit den zwei Pfeilen im Kreis. Da schaltet man zwischen Maschinenbetriebsart, Programmierbetriebsart und zum Beispiel auch dem CAD-Import. Und so haben wir einfach einen Wechsel und wir können während der Programmierung den CAD-Import offen lassen. Die Toleranz bei der Konturübernahme, das heißt, wenn die Step-Datei nicht so sauber ausgegeben ist und ich habe eben Stockungen bei dieser grünen Vorlauflinie, dann kann ich das über die Toleranz Konturübernahme machen. Dann kann er eben weit auseinanderliegende Bereiche einfach aus zusammenfügen. Plus und Minus haben wir auch schon gesehen. Das heißt, wenn ich zusätzliche Punkte mit brauche, sei es jetzt bei der Kreisprogrammierung, sei es bei der Positionsauswahl oder auch bei der Konturprogrammierung, kann ich über das Umschalten oben Plus, Minus und Mauszeiger das Menü hier durchschalten. Auswahl der Elemente ist der Mauszeiger, zusätzliche Punkte oder zusätzliche Informationen anzeigen ist Plus und Abwählen der Elemente ist Minus. In der Auswahl Punkteübernahme, also Position, gibt es eine Sortierfunktion. Das heißt, wenn ich die Positionen so angewählt habe, also durcheinander, kann ich das über die Sortierfunktion wieder von der Steuerung automatisch sortieren lassen. Das heißt, ich habe mehrere Elemente selektiert und möchte diese jetzt möglichst wegoptimiert verfahren lassen, dann kann ich das über diesen Schalter machen. Die Programmausgabe kann ich steuern, wenn das Koordinatensystem alle drei Richtungen farblich sind, dann wird das Programm mit X, Y und Z Koordinaten ausgegeben. Wenn lediglich zwei Richtungen, also X und Y, farblich markiert sind, dann wird das Ganze als XY Programm ausgegeben. So, der CAD-Import ist ja eine Option, die Optionsnummer 42. Das ist eine kostenpflichtige Option. Allerdings gibt es von Heidenheim einen TNC-Club. Und beim TNC-Club ist es so, das ist einfach von uns ein Programm, um mit den Endkunden besser in Kontakt zu kommen. Das heißt, wir möchten einen engeren Kontakt zu unseren Endkunden haben und wir geben unseren Endkunden dafür einen Bonus. Das heißt, für jede registrierte Maschine erhalten Sie zum Beispiel die Option 42 kostenlos. Das heißt, Sie registrieren Ihre Maschine unter klartext-quartal.de beim TNC-Club. Einfach die Maschine mit Maschinenhersteller, SIG-Nummer, Softwareversion registrieren und dann können Sie hier zwischen entweder Option 42 CAD-Import bzw. DXF-Konverter oder dem Remote Desktop Manager oder einem Satz Benutzerhandbücher auswählen, die Sie dann eines dieser Auswahlmöglichkeiten kostenlos erhalten. Somit ist die Option 42 eigentlich keine kostenpflichtige Option, sondern ich kann ja jede Maschine registrieren lassen beim TNC-Club und kann mir dann als Bonus für diese Registrierung den DXF-Konverter zum Beispiel kostenlos liefern lassen. Es gibt dann die kostenlose Basismitgliedschaft, das heißt, die Maschine wird registriert, Sie erhalten dafür den zum Beispiel DXF-Konverter. Die Premium-Mitgliedschaft heißt auch Maschine registrieren, Kontaktdaten der Firma angeben. Außerdem erhalten Sie dann die Vollversion vom Programmierplatz, also einen Freischaltdongle, damit man den Programmierplatz als Vollversion nutzen kann. Außerdem gibt es pro Jahr einen kostenlosen Schulungstag vor Ort bei Ihnen mit den Themen, was Sie gerne hätten. Und weitere Rabatte und Vergünstigungen finden Sie dann
beim TNC-Club. Also wenn Sie da Interesse haben, einfach mal auf klartext-portal.de schauen und hier sich diese Informationen und Möglichkeiten sichern. Das ist eine interessante Sache, wo man hier auf alle Fälle gut ausnutzen kann, speziell wenn man eine Maschine hat, wo noch kein zum Beispiel DXF-Konverter freigeschaltet ist oder CND-Import, kann man das hier machen. So, somit komme ich zum Ende von meinem Webinar. Sollten Sie später noch Fragen haben, können Sie sich natürlich jederzeit bei uns bei der Helpline für NC-Programmierung melden. Also unter der 08669 für Traunreuth, 31 für Heidenheim und die 3103. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Webinar wiederhören.